Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Skyrim Legend Edition. Und ja, was soll ich sagen? Wir gehen mal wieder ins normale Tagesgeschäft über, ne? Murder, guards, guards! You killed more than 1,440 men. You think you need to pick up the pace. I've killed that many as this week. I think by minutes you mean hours, and by men you mean mud crabs. Nein, you've killed more than 1,440 men? Where did you learn to fight? Only a coward quits before becoming Grand Champion. Gladiator? Huh, impressive. Why did you leave the arena? Why did you become an arena fighter? Das bezweifle ich irgendwie. The appetite for Bloodsport could not have been higher after the war. What makes the arena so popular? The appetite for Bloodsport could not have been higher after all. Ich weiß ja nicht. Beschreib mal die Erfahrung, die du gemacht hast in der Arena.
I'm more interested in the gambling aspect. Interessant. How have you managed to kill so many men? That's disgusting. Okay, what brought you to Skyrim? It sounds delicious, except for the hawk part. Could use some carrots, maybe some minced onion. I prefer food that doesn't come from such a grotesque beast. Nine. Could use some carrots, maybe some minced onion. You're in the wrong place. Riverwood isn't exactly the Hawk capital of Skyrim. About that, when I kill a dwing, their flesh tends to melt as I absorb them. And we shall hunt a dwing together and dine its flesh. There was a dwing at Helgen, you probably saw that one. Well, what's on your mind? Ja, ich will dich nicht als Begleiter eigentlich. Weil, ja, du bist ein Mann. Das ist Mjoll. Wer bist du? Ja, ich bin mir gerade gar nicht sicher. Ich glaube sogar, dass ich diese ganzen Interesting NPC-Leute gar nicht. Hatte ich die gar nicht in diesem Let's Play-Durchlauf, oder? Fällt mir gerade so auf. Ich glaube, die hatte ich hier gar nicht. Selbst wenn, also das muss so lange her gewesen sein, das sind mindestens 300, 400 Folgen. Ganz ehrlich, selbst wenn wir die jetzt nochmal machen, ist das halt so. Oh nein. Och nö.
Wir brauchen Quests, Leute, wir brauchen Quests, die wir machen können. Und ich will nicht diese hier erstmal machen. Das ist mir, nee. Wir haben ja jetzt Zeit. Wir könnten das Bard College machen. Also die Bard Academy. I've applied at the Bard College as part of the application. Headmaster Viamo wants me to find and bring him to King Olaf's Worth. Wo muss ich denn dafür hin? Da. Ach so, ich kann noch nicht reisen. Das ist das Problem. Hi. Oh. Ja. Und dann dieser Regen auch noch dazu, ne? Ich glaube, ich brauche eine Mod, die es erlaubt zu reisen oder zu warten, selbst wenn Feinde in der Nähe sind. Das ist nervig. Okay. Also ich krieg sowas sonst nicht weg. Und ich sehe nicht, das ist auch fürs Let's Play echt nicht zuträglich. Ich laufe jetzt in Richtung dieser Flaggen. Dieser Fackel, nicht Flaggen, so heißen die Dinger. Wow! Was ist das gewesen? Ich sehe halt auch nichts, ne? Und das ist halt auch so eine Kacke. Regen, dunkel und du kannst nicht schnell reisen oder warten. Das ist scheiße. Ich guck mal, ob ich nächste Folge eine Mod habe, die es erlaubt zu warten, wenn man im Kampf ist, oder? Regen ist ja nicht so schlimm, aber diese Dunkelheit, weil du siehst halt einfach nichts. So, das ist vielleicht das Problem. Jetzt ist es schon besser. So. Schön. Also, der King Olaf's Vers. Oh mein Gott, ist das gefährlich, was ich gerade tue, glaube ich. Aua. Es sieht gerade hier ein bisschen schön aus, finde ich. Ja. Oder. Hilfe. Das war gefährlicher, als ich dachte. Das ist eine schöne Gegend hier. Und ich höre einen Drachen im Hintergrund. Irgendwo. Glaube ich. Aber was greift mich denn jetzt an? Das Geber. Es? Oh! Nee, falsch. Muss mal was machen. Mod-Konfiguration. Animated Immersive Creatures. Kann ich die umstellen, wie viele Drachen kommen? Normale Gegner stören mich ja nicht, aber. Immer diese Drachen sind halt das Schlimme.
Ist das Hauptproblem. Die halten auf. Ja, als kleine Ablenkung. Ich meine, Kämpfe sind schön, aber man muss auch schon nicht übertreiben. Und nicht wirklich bei, also das ist ja echt so bei jedem Mal, wenn ich einfach irgendwie schnell reise, kommt ein Drache so. Das ist halt. Dann ist der Witz auch irgendwann echt mal raus, so, ne? Oh. Was haben wir hier denn? Oh. Der ist gar nicht so stark gewesen. Ui. So, den mache ich jetzt gerade noch. Aber. Alter, der ist echt nicht stark. Heieiei. Das ist ein schwacher Drache gewesen. Gut. Das ist jetzt nicht schlimm gewesen, dass der hier war. So. Das weiß ich nicht. Da. Na. Jetzt auch diese Seele oder was? Ah, Drachenseele, genau. Okay, dann würde ich sagen, mach ich einen Cut an dieser Stelle. Bis dann, wir sehen uns und macht's gut.